So, stopp, Basta. Nein, Chat in Vordergrund bitte. Danke. So. Und wieder kämpfen. Immer schön am Leben bleiben. Hallo, kämpfst du mal? Mann, Mann, Mann. Ich habe die Forschungsdaten über das imperiale Tarnwaffenprogramm gefunden, aber irgendetwas stimmt nicht. Sie fangen an, sich selbst zu löschen. Ich habe die ganze Zeit über Turbolift-Datenkarten benutzt, als ich hier war. Sie funktionieren auch mit Computern. Vielleicht können wir die Dateien auf die Datenkarte überspielen, die Remy uns gegeben hat. Und sie kopieren, bevor sie gelöscht werden. Na, wie findet ihr das? Es hat funktioniert. Nicht schlecht, oder? Ihr habt schnell reagiert. Gut gemacht. Schnell ist mein zweiter Vorname. Hm? Hallo? Glaubt ihr, das Imperium weiß, dass wir hier sind? Hallo? Redst du mit mir? Nö, ich hab nur gerade Standbild und hatte gerade Angst, dass schon wieder Internet weg ist. Ach so. Also ja, ich rede mit dir, wenn wir uns genau nennen. Ich muss... Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin, wo der böse Sif kam. Wo steht da? Wie hieß denn der? Lord Razik. Lord Rassist. Okay. Dann kümmern wir uns mal um dich. Da war er down. Oh, was? Angriff minus Ausdauer minus plus Beherrschung. Alpha-Schlag. Keinen Schritt weiter. Wir sind hier beinahe fertig. Nikolan, was soll denn das? Der Tarnprototyp gehört den Bewohnern von Balmorra und nicht der Republik. Das hier ist unsere Welt, unser Krieg und unser Sieg. Das Imperium stand im Begriff, den Widerstand auszulöschen, als wir hier ankamen. Jahrzehntelang haben wir für diesen Planeten gekämpft, während die Republik vor dem Imperium Männchen machte. Und jetzt kommt ihr zurück und wollt unsere Ressourcen stehlen? Dieser Prototyp ist wahrscheinlich die wertvollste Technologie auf ganz Balmorra. Den bekommt ihr nicht. Ich dachte, die Jedi legen so viel Wert auf Gerechtigkeit. Dann lasst uns auch das, was rechtmäßig uns gehört. Die Jedi werden die Technologie zurückgeben, sobald sie damit fertig sind. Bitte händigt sie mir aus. Die Jedi werden das hier zurückgeben, sobald sie damit fertig sind. Gib's ihnen, Evas. Ich würde euch ja mitnehmen,
Aber diese Fähre ist leider nur ein Zweisitzer. Viel Glück auch. Ja. Oder Kackbratze. Das ist ja mal nett gesagt. Eins ist sicher. Ich arbeite nicht mehr für den Widerstand. Habt ihr eine freie Koje auf eurem Schiff für einen ausgezeichneten Kampfsanitäter? Meine Mission. Echt auf Zeit? Seid ihr sicher, dass ihr darin verwickelt seid? Er ist mein richtiger Gefährte jetzt. Gefahr macht mir keine Angst. Und verwickelt ist mein zweiter Vorname. Also ihn nicht einfach fort. Warren, ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung. Oh, ein Hoffnungsschimmer nach dem heutigen Blutvergießen. Ich kehre zur republikanischen Basis zurück, auf der ihr zuerst gelandet seid. Trefft mich doch. Was soll's? So, der wird jetzt erstmal ausgetauscht gegen Kira. Ihr werdet mich vermissen. Alter, Einflussstufe 1. Oh, da muss ich aber Arbeit leisten hier. Ja, Mission 11. Grades. Mach das mal. Alles klar, Boss. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Kaffee. Jetzt habe ich 4 Leute, die für mich arbeiten können hier und Sachen farmen. Geil. Ja. Kann man mal machen. Ne, es wird dein dauerhafter Begleiter. Den wirst du auch als Begleiter kriegen. Habe ich schon gemerkt. Das Hörnchen auch dabei? Ja. Kann ich mich hier zufälligerweise... Es geht sehr schön. Wo muss ich denn hin? Ich muss Sundari-Flachland oder Sabrogorin-Schlucht. Geh mal dahin. Okay, Leute, ich hab keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich tippe mich jetzt aus der Fabrik hier raus. So. Ich muss einmal da runter. Das heißt, ich muss den Fahrstuhl nach unten nehmen, den Darko ewig nicht gefunden hat. Jetzt war ich falsch. Jetzt wollte ich über die Brücke fahren. Ach nee, ich nehme nicht den Fahrstuhl. So. Gleise mal unten. Yep. Ich habe ja gestern im Stream Pico angeschrieben. Ja. Hat sich bis heute nicht gemeldet. Und das sind jetzt schon 24 Stunden her und ja. Ja und? Wenn er sich bis morgen, wenn er sich morgen bis zum Streamstart nicht meldet, dann nehme ich ihn von der Whitelist runter. Und wenn er sich dann nach 24 Stunden nicht meldet, wird die Base platt gemacht. Weil es ist nicht zu viel verlangt, auf eine Nachricht zu antworten, ja, ich komme noch oder nein, ich komme nicht. Ja, was verstehst du unter platt gemacht? Komplett alles weg. Aber nicht uns geht. Nein. Gut. So, dann ist mir. Also, dir nicht mir. Nein, das wird alles. Wallace vernichtet. Wie bei Cookie und Willkommen.
Die Macht ist mit mir. Das könnte an dem Tag, wo ich gar nicht auf dem Server erscheinen, weil er das wird. Ja, an dem Tag werde ich es nicht machen. Das wird dann am nächsten Tag früh passieren. Oh. Weil ich mich ja dazu in Game Mode setzen muss. Mann, ich bin scheiß ewig und plumps einfach vor runter und sterbe. Wir haben die Kontrolle über Sobriks Energiegitter. Leite Energie zum Droida-Disruptor um. Geschafft! Ich verbinde euch mit Beg Talrond. Sobriks Schild wird nur ein paar Minuten lang unten sein, also beeilt euch! Der Droida-Disruptor ist aktiviert. Sobriks Raumhafenschild bricht zusammen. Ich kann euch nicht genug danken. Scheiße. Es war wirklich beängstigend einfach. Ich hoffe, ihr seid ebenso zuversichtlich, was den Einmarsch in Sobrik betrifft. Denn der kommt als nächstes. Ich bin beeindruckt. Diese Garnisonen waren zäh und ich muss es wissen. Ich war gezwungen, sie zu entwickeln. Beg hat gute Männer, aber es sind keine Kämpfer wie ihr und ich. Sie werden eure Hilfe brauchen, um die Stadt wieder einzunehmen. Betretet Sobrik durch das Haupttor. Kämpft euch durch die Imperialen und bahnt euch von dort aus einen Weg zum Raumhafen. Der Widerstand blickt zu euch auf. Haltet sie auf Trab, bis ich dort bin. Ich werde Sobrik nicht verlieren. Diesmal nicht. Wir sehen uns drinnen. Und ich darf wieder rausrennen. Wow. Nein, die haben mich gesehen. Die Schweinebacken. So. Wo muss ich jetzt hin? Oh, da war ich doch zum Anfang der Zeit schon. Oh, jetzt stehen die. Oh, von 25 Truppen. Das habe ich vorhin schon nicht gemacht. Warum soll ich das jetzt so machen? Ich habe jetzt im Übrigen auch die Mission mit Hangar 61. Na, okay. Da hast du einen anderen Fokus gelegt. Ja, ich glaube, ich habe als erstes die obere gemacht. Ich mache halt immer das als erstes, was näher dran ist. Nee, ich habe also, wenn beide näher dran sind, beide parallel gemacht. Ja, klar, aber wenn jetzt die eine weit weg ist und die andere näher dran, dann kümmere ich mich erstmal um die eine, die dran ist. Dann hättest du eigentlich damit anfangen müssen, jedenfalls war es für mich näher. Nee, ich glaube, wir haben uns da gespalten, wo diese vier Bobble auf der Map abgebildet waren, wo du dann den Fahrstuhl ewig gesucht hast bei der Brücke. Da habe ich zwei von den Bobbeln abgearbeitet, da bin ich auf die auf das Ding dort hoch und habe das dritte erst später gemacht. Ja. So oder so, ich muss noch ein bisschen was nachholen. Ja, warum, wenn ich jetzt erstmal hier bin bei Hangar 61? Eben, die Mission dauert nicht lange. Ich habe nur diese eine neben, diese Bonusquest, die du nicht machen möchtest. Die hat mir Zeit gekostet. Gegner umhauen oder wie? Das ist eine Merkung. Ich glaube, das geht bis Teil 7 oder so. Ja, nee, das werde ich nicht machen.
Darum. Die Macht ist mit mir. Ich muss mal ganz kurz auf Sandy lunzen. Meine Ex die Nachricht gelesen? Ja, hat's. Jetzt werden sie nicht darauf antwortet, ist alles in Ordnung. Das erste Mal, wo ich sage, meine Ex nicht antwortet, ist alles in Ordnung. Ja, die Kinder sind ja gestern zu Hause, alle, weil es zum Großen der Scheiße ging. Wir waren dann alle. Weil der Große die Kleine hochbringt und ich werde für die zwei Fahrten keine 3-4 Euro für eine Buskarte ausgeben. Das mache ich einfach nicht mehr. Und sie außerdem hat meine Ex geschrieben, ich soll alle drei zu Hause lassen. Da dachte ich mir, naja gut, muss das halt einfach so. Ja, hab sie zu Hause gelassen. Jetzt muss ich da natürlich noch eine Entschuldigung schreiben. Das hätte ich eigentlich gestern schon machen können, meinen Kindern mitgeben. Hab ich allerdings nicht mehr dran gedacht, weil ich dachte ja, Anruf reicht aus. Aber ist ja nicht mehr so. Und ja, jetzt habe ich meine Ex geschrieben. Ja, okay, nehmen sie nächste Woche mit und gut. Vielleicht schreibt doch meine Ex eine Entschuldigung. Mal schauen. Und wenn nicht, dann ich. Das ist ja nur ein normaler Dreizeiler. Ich muss hier hinter und. Jetzt hat es ja schon wieder vibriert, Alter. Ich bin verarscht. Wie war das die Antwort wirklich? Nee, die hat doch nie geantwortet. Ich habe auch noch andere Apps drauf, wo ich Benachrichtigungen bekomme. Manchmal sehr kurios. So, Hangar 61. Wo ist der Sith, den ich töten darf? Was denn das da? Colonel Merrick. Sag, dass du einen Sith tötest. Ich? Es ist vorbei, Beak. Eure Leute sind tot und euer Schiff steht in Flammen. Was? Wie konntet ihr uns das antun? Da kommen die Verstärkungen. Fragt sie ruhig, wenn ihr mir nicht glaubt. Ihr arbeitet für das Imperium, Colonel. Und dasselbe wird Balmora auch schon bald tun. Erspart euch das doch bitte. Ergebt euch oder sterbt. Das sind eure Optionen. Ich gebe dir die Befehle. Die Widerstandskämpfer, die ihr getötet habt, werden gerecht werden. Ihr überschätzt mich. Man nennt das imperiale Treffsicherheit. Als das Imperium kam, hat die Republik gekämpft, verloren und ist geflohen. Balmora braucht Ordnung, Stabilität und Macht, um zu überleben. Unsere Zukunft liegt im Imperium. Balmora wird frei sein und an euch wird man sich als Verräter erinnern. Balmora wird bedanken, wenn das hier vorbei ist. Hört ihr das, Beak? Eure Verstärkung will sich nicht ergeben. Markierer. Macht besser nicht denselben Fehler. Ist er denn fertig? Ja. Das war's dann jetzt. Ja, und jetzt? Du bist am Boden. Lass ich den mal am Leben oder töte ich den? Das war der erste, der hier oben gemurkst. Ich hoffe, ihr habt die Schießerei gewonnen. Verräter sein geht gar nicht. Die Imperialen sind tot. Der Raumhafen ist gesichert. Ich hoffe, ihr Tod rächt unsere Gefallenen. Colonel Merrick wurde auf ganz Balmora geachtet und respektiert. Wenn das herauskommt, verlieren wir unser Gesicht und damit auch Unterstützung und Mitkämpfer. Ihr seid ein Feigling, schwach und ohne Rückgrat, genau wie die Republik. Der Colonel war einst ein Held. Lasst ihn wie einen sterben.
tötet ihn und legt ihn zu den anderen. Ich werde sagen, er ist im Kampf gefallen. Ihr habt nichts anderes verdient. Wenigstens hat er am Ende etwas getan, um uns zu helfen. Trotz der Intrige des Colonels konntet ihr den Raumhafen für uns einnehmen. Sobrek wird ein paar Tage zum Schlachtfeld werden, aber wir werden siegen. Wir treffen uns in der Druiderfabrik. Ich erwarte euch dort. Da liegt er jetzt. Das ist wo? Das ist alles da oben. Kriegsbeute, nee, dahin. Also, Gorit Außenposten. So. Wo muss ich jetzt? Ich muss hinten runter. Jetzt darf ich wieder so viel laufen. Falscher Eingang. Es ist vorbei. Sobrek ist befreit. Ich dachte, ich würde diesen Moment nicht mehr erleben. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr für uns getan habt. Colonel Mareks Opfer hat zahllose Balmoraner dazu gebracht, dem Widerstand beizutreten. Die Republik hat weitere Soldaten und Vorräte versprochen. Wir räumen erst den Sobrek auf und sehen danach, was wir tun können. Colonel Marek hätte sich kein besseres Vermächtnis wünschen können. Der Krieg verändert jeden. Ich bin froh, dass nur einer von uns zum Verräter wurde. Commander Madin möchte mit euch sprechen. Er erwartet euch auf dem Com-Kanal. Hat der Commander erwähnt, worum es geht? Nein. Und ich habe ihn auch nicht gefragt. Balmorra wird euch nie vergessen, was ihr getan habt. Danke. Ich kann nur erhören, dass es noch weitergeht. Wenn jene Typse mit mir reden will. Commander Madin, ich habe gehört, dass ihr mit mir sprechen wollt. Sobrek ist frei und wir müssen euch danken. Bald sollte ein Bataillon in der Stadt sein, auch wenn es noch ein harter Marsch wird. Ihr habt bewiesen, wie wichtig euch Balmorra und die Republik sind. Ich wurde ermächtigt, euch um Hilfe bei einer streng geheimen Mission zu bitten. Toll. Wir sind bereits in imperiales Gebiet eingedrungen und haben Sobrek befreit. Was gibt es noch? Die Republik wusste nicht einmal, dass dieses Ziel existiert, bis das Imperium uns von der Welt gedrängt hat. Und der Ecke komme ich doch gerade. Lasst mich euch Dr. Kasiri vorstellen. Einem Wissenschaftler der Balmoranischen Waffenfabrik. Können wir das nicht leitender Wissenschaftler, wenn man es genau nimmt. Nicht, dass es wichtig wäre. Ich leite keine Armeen oder befreie Städte, so wie ihr. Dr. Kasiri ist mutiger, als er zugibt. Er arbeitet an der Sache, die überhaupt der Grund ist, dass das Imperium um Balmorra kämpft. Dem Planetenverteidigungssystem Sperra. Was ist so besonders an dieser Waffe? Der Sperrer kann eine gesamte Flotte im Orbit zerstören, ohne ein einziges Schiff starten zu müssen. Eine mit diesem System ausgestattete Welt wird zu einer uneinnehmbaren Festung. Wir können nichts mit dem Sperrer tun, solange wir ihn nicht kontrollieren. Dafür brauchen wir jemanden, der die Waffe in- und auswendig kennt. Der Entwurf der Waffe stammt von Dr. Mellen und Dr. Ortis. Sie haben sich geweigert, für das Imperium zu arbeiten und wurden im Gorinth-Gefängnis eingekerkert. Seid ihr sicher, dass sie noch am Leben sind? Das Gorinth-Gefängnis ist für Personen, die unbequem sind, aber nichts weiter.
Dr. Mellen und Dr. Ortis sind die einzigen Personen, die uns Zugang zum Sperrer verschaffen können. Sie müssen sicher aus dem Gorinth-Gefängnis herausgeholt werden. Mein Scout Vesturga ist auf der Gorinth-Ebene. Sprecht mit ihm. Er weiß, wie man hineinkommt und die Doktoren befreien kann. Seid vorsichtig, Dr. Kaziri, sonst seid ihr der Nächste. Keine Sorge. Seit ich ein echter Verräter bin, bin ich doppelt vorsichtig. Haltet mich auf dem Laufenden, Commander. Ich werde alles tun, was ich kann, um das Imperium beschäftigt zu halten. Jo. Doc, Restzeit 53 Minuten und 0 Sekunden. Ah ja. So, wo müssen wir denn hin? Dahin. Warte mal, das ist doch da oben. Nee. Was ist das doch? Nee, das ist. Was ist das denn? Das ist doch da oben. Großen Brücke hochzug, da gibt's einen Fahrstuhl, ne? Den musst du nehmen. Weiß ich nach einer halben Stunde suchen jetzt auch. Was hat er mir denn gebracht? Was da, oh, was ist das denn? Er fordert Generator. Bei mir. Nee, das will ich nicht. Hä? Was ist das denn? Er fordert Fokus. Ah, nee. Hier ist noch was zum Auspacken bei mir. Was ist das denn? Plastik. Nee. So. Ei, was für eine Sauerei. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns hier noch ein paar Tage aufhalten werden. Och Mann. Also nicht da, sondern fehlt beim Vermächtnis nur eine Drecksache, die ich noch brauche. Muss, dann habe ich das fertig. Von all dem wusste ich nichts. Kostet aber 600.000. Wirklich sehr beeindruckend. Okay, jetzt darf ich unten scheiß Schlüssel besorgen. Wow. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Das da. Das da. Genau, das ganz unten rechts, die Reihe, die kostet so viel. Das ist nicht mehr normal.
Oh. Boah. Ich investiere erstmal meine 900.000, die ich habe. Oder hatte. HK51. Und das geht nicht. Und hier kann ich nur eins freischalten. Fortschrittsstufe 75. Erhöht die Menge an Ruhmpunkten für alle Inhalte. Ja. Kaufvoraussetzung 1 Million. Ja. Und schon wieder so eine Kiste. Da runter muss ich. Hol dir den Zugangsschlüssel. Mache ich doch gerne. Wir haben keinen. Wir haben auch keinen. Dann töten wir den Offizier. Er wird einen haben. Sag ich ja. Nee, war ein Gürtel. Wow. Zugangsschlüssel. Und jetzt muss ich schon wieder zurück. Willst du mich verarschen? Ich denke mal, nach 4 Stunden werde ich hier heute ausmachen. Wann wäre das? In einer halben Stunde ungefähr. Okay. Dann, naja, also ich mache jetzt Stream aus, dann können wir ja noch die Datacrons in Ruhe sammeln. Dann bin ich raus für heute, also bis da aus. Mir vergeht gerade die Lust. Es ist immer nur hin und her fahren, kämpfen, Quest erledigen, fertig. Jo. Und das Sitzen geht auch auf dem Arsch. Auf dem Rücken. Ich habe den Zugangsschlüssel zum Gorinth-Gefängnis. Uma, ormalo mentu gorastuk. Ich bin schon wieder dabei, hier so einen Fahrstuhl zu suchen. Ugul auf namul konfu enses quenu unsuat. Wenn er das bereits denkt, ist er vielleicht bereit, es Wirklichkeit werden zu lassen. Regostura gas elef molu bauguada. Junstabu fuqua langua persona hora. Sie werden trotzdem eine Chance erhalten, sich zu ergeben. Selbst wenn sie sie nicht nutzen. Jonulu hagan gas alamutu und otta juistakon. Okay. Ja gut, die nächste Quest werde ich aber dann am Donnerstag machen, wenn es wieder heißt Star Wars Stream.